Der ganz kleine Einstieg in die Energiewende. Jetzt bei Leben mit der Energiewende TV. Wir senden vom Tag der offenen Tür in Veltheim zusammen mit der Elektrischen Meile, die hier beteiligt ist. Hans Kurzweg kennt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen schon und wir wollen einfach heute darüber sprechen, wie fängt das Ganze eigentlich an? Ja, Hans, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das Ganze hier moderieren soll, weil es gab früher mal eine Sendung, das feuerrote Spielmobil, ja, oder Rappelkiste oder sowas ähnliches. Das ist alles das Gleiche, so ähnlich. Also, der Einstieg, oder ich moderiere das jetzt dramatischer. Hans, ja, jeder Drogendealer macht es so, der sagt, der erste Schuss ist immer umsonst. Können wir das übersetzen? Der Einstieg in die Energiewende ist ganz leicht infiziert und dann geht's weiter. Absolut, genau so kann man es sagen. Ich habe mir hier was mitgebracht, das habe ich vor 20 Jahren gekauft. Das ist ein Mini-Solarpanel, hat etwa 1,5 Watt, wurde hinter die Windschutzscheibe von Auto gelegt und hatte nur den Zweck, den Autoakku als Erhaltungsladung am Leben zu halten. Das ging bei den alten Fahrzeugen noch, weil wenn die aus waren, waren sie aus und die 12-Volt-Steckdose hatte Verbindung mit dem Akku. Bei den neuen geht das nicht mehr, aber historisch, es funktioniert noch, es blinkt blau. Und man macht das heute natürlich alles ein bisschen größer mit solchen tragbaren Sachen zum Beispiel. Warum ich damit anfange, will ich damit sagen, weil man dann viel, viel mehr machen kann, als nur ein Haus versorgen. Spiel, Spart, Sport, werden wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf kommen. Ja, vor allen Dingen müssen wir sagen, vielleicht können wir nochmal da deine Yogamatte von hinten hochziehen. Yogamatte ist heute nicht. Das Modul meine ich. Ja, ach so. Das sieht aus, holen wir das nochmal vor. Ja, das sieht aus wie eine Yogamatte, ja. So, und das Interessante ist bei der ganzen Geschichte hier, ja, jetzt würden Sie sagen, das ganze Ding ist Pipifax, ja. Ich habe mir sowas Ähnliches für zu Hause auch hingelegt. Ich bin ja armer Olamiter, aber Hans, das habe ich jetzt nicht gemacht, so als Spielzeug, sondern für den Fall, dass ich als Mieter mal einen Stromausfall habe und ich habe an so ein 100 Watt, das ist schon wieder, die Yogamatte ist schon wieder weg, und ich habe festgestellt, das ist ein 100 Watt Modul, das habe ich auch, und dann werden sie lachen und dann werden sie sagen, was soll das, das ist Spielzeug, und da habe ich festgestellt, ich habe da Geräte zum Aufladen dran gehängt, die waren ruckzuck voll. Ja, es ist auch so. Ich meine, wir haben es ja in den vorherigen Vorträgen gehört, in der Regel fließt der Strom. In der Regel braucht man also den Ersatzstrom nicht. Aber wenn, dann wird es wichtig. Und da kommt es eben doch darauf an, wofür will ich es verwenden. Hier haben wir zum Beispiel unten, ich kriege kein Geld vom Hersteller, für den Fall, dass der Name zu sehen ist, habe ich mir das mal gekauft. Das ist eine Kilowattstunde. Was kann man mit einer Kilowattstunde machen? Wir haben es heute gesehen. Der Stromausfall, den wir haben, 1,5% oder weniger der Zeit im Jahr, ist das, was vom Stromnetz kommt. Aber wir haben einen Stromausfall im Haus gehabt. Der kommt ja noch dazu. Und jetzt konnten wir weiter senden im Fernsehen, während die Techniker versucht haben, den Fehler zu finden. Also, das Ding ist Notstrom. Das Ding ist also nicht nur für Outdoor, für Camping, für Wohnmobile, Sport, Spiel, Spaß. Da habe ich es tatsächlich auch noch nie eingesetzt. Aber da kann man es natürlich machen. Da kann man alles anschließen. Also ein Handy natürlich ist wichtig, Laptop kann man machen. Aber eben auch eine Kühlbox, wenn man also sein Bier bis abends kalt haben will. Das ist sozusagen die Outdoor-Anwendung, an die alle immer zuerst denken. Ja, wobei man dazu sagen, diese Solargeneratoren machen im Moment eine riesige Karriere. Der Markt wird vollgestopft mit diesen Teilen. Und das Interessante ist, wie viel Ausspeiseleistung hast du bei dem Teil? Der kann 1000 Watt. Ja, wir haben bei uns im System, also wenn wir unterwegs sind, Hans, glaube 3 kW, ne, können wir rausgehen mit einer Batterie, die 3 kW hat. Da können wir eigentlich alles sozusagen schon mit bedienen. Die Systeme werden enorm leistungsfähig und ausspeisefähig. Also man kann mit so kleinen Würfeln unglaublich viel eigentlich machen.
Ja, das hat zunächst mal auch gar keine feste Verbindung mit dem Haus. Es ist mobil, deswegen ist die Einsatzfähigkeit eben sehr, sehr hoch. Und natürlich, Frank, wie du gesagt hast, die Entwicklung ist unglaublich hoch. Mit so einem 3 kW Ausspeiseleistung kannst du auch als Notstromversorgung ein Elektromotorrad oder sogar ein Elektroauto vielleicht noch mal 10 Kilometer versorgen. Das macht zwar keiner wirklich, dass er das als Reservekanister hat, aber man könnte. Und das ist das Schöne dabei. Also die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden sicherlich nicht von jedem genutzt, aber haben es besser als brauchen. Also um dein Konzept hier für heute gleich weiter durcheinander zu bringen und zu torpedieren, nochmal zu dem Gerät, das ist eigentlich ganz, ich finde es ganz interessant, ich hätte sowas, so ein Modul, auch alles für Pipifax früher gehalten, aber ich stelle fest, die Leute haben Lust darauf. Die Leute haben Lust, mit solchen mobilen Modulen Energie zu produzieren und die Leute wollen den Kram auch speichern und dann eben sozusagen nutzen. Und das ist der Einstieg in die, sage ich mal, Do-it-yourself-Energiewende, dass man sagt, hey, ich probiere es mal mit so einem kleinen Modul aus, ich habe einen Solargenerator und dann sehe ich eigentlich das, was die Energiewende nämlich ist, sie ist enorm leistungsfähig. Ja, der Spaß beginnt eigentlich dann, wenn man auf dem Display guckt, was speist er gerade aus, was speist er gerade ein. Und dann kriegt der Strom mit einmal ein Gesicht und man kriegt ein Gefühl dafür. Und ich finde, das ist genauso spannend wie eine Märklin-Eisenbahn, wo man erstmal nur diesen Ring hat, man sieht etwas. Und man hört dann auf oder man macht weiter. Die meisten, die ich kenne, machen weiter und finden immer mehr Einsatzmöglichkeiten für diese Geräte mit den Paneelen zusammen. Wir haben, wie gesagt, wir haben heute einen Teil gehabt. Wir haben es bei den Ausstellungen so, dass wir dann einen Mannstopper haben, weil die Leute finden das unglaublich interessant, die finden das spannend. Und wie gesagt, Wohnmobil, Camping, das haben wir immer schon erzählt. Aber ich habe noch mehr auf einer Liste. Wir können natürlich das auch verwenden, um zeitversetzt in das Haus einzuspeisen. Wenn ich es mir jetzt nur für einmal im Jahr für eine Feier nach draußen kaufe, dann ist es wahrscheinlich zu teuer. Aber da gibt es solche Einspeisewechselrichter. Manche von diesen Solargeneratoren haben den schon eingebaut, andere nicht. Aber es gibt solche, mit denen kann ich sowohl einen 12-Volt-Akku in ein Haus einspeisen, wo ein Stromnetz vorhanden ist. Oder ich kann auch natürlich eine Notstromversorgung generieren. Gerade im Winter, wenn die Heizung ausfällt, habe ich 1000 Watt, die ich zur Verfügung stellen kann, reicht für die Heizung allemal. Immer dort gezielt einsetzen, wo ich es brauche, wenn ich es will. Und wir haben vorhin gesehen, Strom fällt mal aus, weil ein Stromnetz wegbricht. Technisch bedingt im Haus, haben wir heute gesehen, wegen Überlastung bricht es weg. Natürlich kann ja auch mal die Heizung ein Problem haben, aber dann kann ich mich hier noch versorgen. Vielleicht, wenn ich mit 2 Heizungssystemen laufe, meine Gasheizung versorge, muss ich mir nur vom Installateur die feste Verdrahtung mit einem Schuko-Checker mal installieren lassen. Dann kann der hier rein. Wenn Gas da ist, brauche ich Strom. Und ja, also das wäre sozusagen mein drittes großes Thema, eine Notstromversorgung dort gezielt einzusetzen, wo ich sie brauche, wenn aus diversen Gründen mal der Strom im Haus weg ist. Kann ja sein, Phase 1 funktioniert nicht, aber die Heizung hängt an Phase 2. Dann könnte ich weiter heizen. Im Falle, dass ich nicht vorbereitet bin, sitze ich im Kalten. Wie funktioniert denn dieses Einspeisegerät? Ich habe es hier mal schon vorkonfiguriert. Der hier hat einen 12-Volt-Eingang, gibt es aber auch für 24 oder für 48 Volt. Der kann sowohl mit einem Solarpanel betrieben werden, dann hat er einen MPP, also einen Tracker, der mit einem Solarpanel die optimale Leistungskurve findet. Oder er kann eben auch, wenn jemand einen großen 12-Volt-Akku zu Hause stehen hat, dann kann man ihn umschalten. Da gibt es sehr wenig Geräte, die das können. Der kann bis 500 Watt. Das würde ich zum Beispiel so einer 12-Volt-Steckdose hier nicht zumuten. Die wird schon warm bei 7 Ampere. Das heißt, es sind ungefähr 80 Watt. Ich kann also tagsüber mein Ding aufladen und kann nachts 80 Watt zusätzlich reinschieben, entlaste damit meinen großen Speicher. Das ist jetzt nicht so toll, hört sich auch nicht toll an. Aber ich will damit sagen, der Ivan, der muss nicht rumstehen, der kann was tun, und zwar das ganze Jahr. Ja, das ist also die eine Möglichkeit. Wie geht's weiter? Ja, dann geht es so weiter, dass man sagt, ich will mehr.
Dann kann man natürlich jetzt noch mehr von diesen Paneelen sich dazu machen. Die tragbaren Geräte, die können heute, also der kann 200 Watt, da gibt es ein Vielfaches von, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube sogar 800 Watt bei den tragbaren Geräten, bei den stationären gehen bis 2000 Watt heute sogar. So in, dann reden wir aber schon von größeren Flächen. Wie gesagt, 2000 Watt ist dann eben 20 mal diese Fläche, das sind 100 Watt. Da braucht man schon eine Menge. Das ist dann schon nicht mehr mobil, das ist dann stationär. Aber ich sag mal, wenn ich engagierter Camper bin und ich kann mir 4 von diesen Modulen an ein Gerät anschließen, dann habe ich eine autarke Stromversorgung. In meinem Wohnmobil muss man sich überlegen, was will ich mit dem Strom betreiben, welche Fläche kriege ich auf dem Dach, auf der Fläche, und dann habe ich das. Das wäre, aber wie gesagt, das sind so die Anwendungen, an die man immer als erstes denkt. Ich will mal einen Schritt weiter gehen, wenn ich darf. Also ich will jetzt nicht eine Warnung kriegen von dir. Du kennst mich schon zu lang, genau. Ich kenne die Sendung schon. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, es ist so, wir haben unglaublich viele Arztpraxen, die haben natürlich Impfstoffe, die immer gekühlt werden müssen. Und wenn der Freitag seine Arztpraxis dicht macht und Montag wiederkommt und niemand ist da, Stromausfall, dann schmeißt er alles weg. In den kleinen Kühlschränken, die da drin sind, müssen bestimmte Temperaturen vorherrschen. Und schon aus Sicherheitsgründen muss der Arzt das tun. Weil die Impfstoffe werden dann nicht mehr funktionieren. Er wird es wegwerfen. Und wir haben da durchaus Werte von mehreren tausend Euro stehen, die man mit so einem Strompuffer übers Wochenende retten kann. Also wir reden nicht nur vom Stromausfall. Da kann auch Leitungswasser auslaufen, sodass im Haus die Sicherung kommt. Also wir reden nicht von einer sicheren öffentlichen Stromversorgung, sondern von vielen Damages, die passieren können, die dann in der Arztpraxis zum Stromausfall führen. Das ist aber auch etwas, ich habe zu Hause so ein Photovoltaikmodul, ja? Ich habe auch so eine Kühlbox. Und ich habe auch noch einen kleinen Gaskocher mit so einer kleinen Gaskartusche. Und ich habe Wasser zu Hause und Nudeln. So, und damit kann ich schon mal, und ich habe sogar noch so ein Radio zum Kurbeln. Das heißt, ich kann im Grunde genommen mit so einem kleinen, würde man sagen, Pipifax-Kram, ich kann kochen, ich kann meine Geräte aufladen, ich kann Radio hören. Also ich kann schon an der Stelle was machen. Natürlich, das Handynetz ist dann ausgefallen, das ist egal, aber meinen Computer kann ich trotzdem betreiben. Naja, es gibt Sachen, also sich mal Nudeln warm machen, das kann man schon mit dem Gaskocher, aber ich sag mal so, eine Heizung betreiben, da hilft dir der Gaskocher nichts. Oder eben auch, wie ich sagte eben, in der Arztpraxis die Kühlschränke, nicht, das muss nicht verdorben sein, aber er muss es wegwerfen aus Sicherheitsgründen. Und das betrifft nicht nur Arztpraxen, das betrifft natürlich auch Lebensmittelhändler. Diese Dinge gibt es ja in jeder Größenordnung. Die sind natürlich auch nicht nur in Deutschland ja auch wichtig. Wir haben ja auch Regionen der Welt mit mehr Sonne, aber auch einem unsicheren Stromnetz. Tatsächlich hatten wir Gesprächspartner aus dem Libanon, die genau dieses Thema hatten. Kühlung, aber nur 4 Stunden Strom am Tag. Und ich habe gesagt, na Sonne habt ihr doch genug, nun rechnet es euch doch aus, welche Kapazität, welche Einspeiseleistung ihr braucht, dann habt ihr eure Medizinvorräte immer gut gekühlt. Von Deutschland ausgehend, wo sich das Klima verändert, und wir hatten vorhin Thema Cyberterrorismus, Versorgungssicherheit ja gehabt, ist das mit Sicherheit ein kommendes Thema. Das gute Gefühl, ich kann die wichtigsten Dinge machen. Nochmal, also ich habe auch Prepper-Kanäle geschaut. Die Funknetze fallen nicht sofort aus. Die sind auch noch gepuffert. Vielleicht 2 Stunden, vielleicht 4 Stunden, vielleicht sogar 2 Tage. Also Informationen in dem Moment übers Radio, ob Kurbeln oder elektrisch betrieben, ist da eine Riesenhilfe, weil die Menschen sagen, und wir wissen es ja auch, wenn der Strom ausfällt, ist die erste Frage, wann kommt er denn wieder? Weiß ich doch nicht. Ich merke es doch erst, wenn er wieder da ist. Dann sage ich, na gut, war nur kurz, kein Thema. Aber ich weiß es ja nicht. Und dafür ist das Gerät da. Und ich kann mit so kleinen Leistungen auch das machen, was im Haus auch weg ist, sowas wie Pumpen zum Beispiel betreiben. Ja, natürlich kann man auch machen. Also wir müssten dann überlegen, wo ist die Priorität am höchsten. Wir versorgen unsere Fische natürlich auch mit Sauerstoff. Schwierige Frage, ne? Da muss man dann abwägen. Oder man sagt eben, ich baue das groß genug. Oder ich speise eben tagsüber mit Strom dazu.
und komme dann über die Nacht mit der Kapazität, die ich brauche. Du hast vorhin das Stichwort Beatmungsgeräte noch gebracht. Ja, also auch das habe ich mir sagen lassen von Medizinkräften, dass wir eine große Zahl, es wird eine sechsstellige Zahl sein von Menschen, die zu Hause Dialyseapparate haben, Herzunterstützung oder eben auch Beatmungsgeräte. Und die sind in der Regel 4 Stunden Akku gepuffert. Vielleicht hat er noch einen Reserveakku da liegen, danach stirbt er. Man muss einfach mal sagen, es ist für diese Menschen ist eine regelmäßige Stromversorgung überlebenswichtig. Und wenn wir nur in einem Wohngebiet Stromausfall haben, nicht, dann findet sich jemand, wo man hinfahren kann. Das geht noch. Bei einem etwas größflächigen Stromunterbrechung wird das schwierig. Vor allen Dingen, weil sich alle auf die Wege machen und wir dann in diesem Peak wahrscheinlich nicht mehr zurechtkommen. Also ich denke, mit Sicherheit werden die, die auf eine sichere Stromversorgung überlebenswichtig angewiesen sind, in der Weise schon nachgedacht haben. Das Thema, was viele Menschen fasziniert und was für viele Menschen eigentlich der Einstieg in die Eigenenergieversorgung ist, hatte auch in der Box Mikrowechselrichter. Und da sind wir bei dem großen Thema Balkonkraftwerke. Und niemand hätte gedacht, dass das Thema so groß und so wichtig wird. Balkonkraftwerke gibt es ausgesprochene Spezialisten, das bin ich nicht. Wir haben selber auch kein Balkonkraftwerk in dem Sinne. Man nennt sie ja jetzt Steckersolargeräte. Mit die haben wir tatsächlich auch, mit denen haben wir angefangen nach diesem kleinen 12-Volt-System. Und zwar haben wir unseren Teich versorgt. Wir haben festgestellt, wenn die Sonne scheint, ist der Sauerstoffbedarf höher. Also können wir doch direkt den Strom, der dann mehr anfällt, in eine höhere Pumpenleistung umsetzen. Kein Puffer, kein nichts. Ein Motor läuft an, wenn genug Sonne da ist. Und so haben wir eben eine autarke Lösung gefunden. Das machen Camper ja durchaus auch. Also so eine Campinglösung, damit haben wir angefangen. Diese Dinge laufen bis heute. Also es ist unglaublich, obwohl es damals fast keine Garantie drauf gab. 2 Jahre Händlergarantie. Die ersten stehen, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, 13 Jahre. Also wenn die sich nicht bezahlt haben, dann weiß ich nicht. Ja, so Mikrowechselrichter hast du mitgebracht. Das ist eigentlich sozusagen so das, was es ermöglicht, ja, tatsächlich Energie ans eigene Netz einzuspeisen. Man kann, wenn man ein bisschen technisch bewandert ist, und sollte man also aber auch, weil hier kommt es auf die Spannung an, die nicht überschritten werden darf und so weiter, kann man sich also seine kleine eigene Balkonanlage, nennen wir sie mal so, selber aufbauen. Natürlich muss man es dann anmelden, das muss man immer dazu sagen. Das geht also auch. Ich habe so etwas mitgebracht, betreibe es selber allerdings nicht. So, jetzt kommt dein Lieblingsthema, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Computer. Eine USV haben wir vorhin hier gesehen, wenn die dran gewesen wäre und der Netzstrom fällt aus Überlast oder welchen Gründen auch immer, dann hätten wir hier unterbrechungsfrei senden können. Bei Computeranlagen, größeren, ist das durchaus ein Thema, weil Datenverlust für alles, was gerade gemacht wurde oder eine Datensicherung, ist ein Riesenthema. Also es gibt mit Sicherheit kein großes Speicher, also kein großes Rechenzentrum, was nicht USV geschützt ist. Und die überlegen sich immer, wie lange muss das USV geschützt sein. Aber was ich festgestellt habe in Büros, die Laptops zum Beispiel, ja, die Akkus sind dann alt, dann ist nach 20 Minuten Schluss, obwohl der Hersteller sagt 4 Stunden oder 8 Stunden. Also die werden oft nicht sinngemäß eingesetzt. Ein USV kann natürlich da hilfreich sein, auch wenn man WLAN und so weiter hat. Hier ist ja auch sofort, in dem Moment, wo ein mehr als eine halbe, dreiviertel Sekunde der Strom weg ist, startet der Router neu. Eventuell melden sich nicht alle Geräte wieder an. Ich will damit sagen, je nach Umfang der Anlage, technischen Büroanlage, die man hat, entstehen da einige Probleme. In der Regel kommt der Techniker und meldet einzelne Geräte wieder an, weil die einfach ihren Kontakt nicht finden. Alles das kann man vermeiden, indem man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung hat. Die gibt es in klein. Sag mal, so ein AEG-Gerät mit 65 Wattstunden kann man sich überlegen oder eben eine Kilowattstunde dazwischen machen. Wenn USV, dann allerdings kein Lithium-Ionen-Akku, weil der würde am Netz immer bei 100% hängen, dann lieber andere Chemie, die das besser verträgt. Aber USV ist bei uns auch ein Thema. Und zwar, da kommen wir zum letzten Punkt. Ich wohne auf dem Land, auf dem Dorf,
Und wir haben nach unserem Eindruck immer häufiger Blitze und Gewitter. Und wir wissen ja, wie schädlich das für elektronische Geräte sind. Wir können jetzt statt dem Netzstecker, wo sich der Blitz ja verzweigen kann in die Computer und Schaden anrichten kann, können wir diese Systeme galvanisch vom Netz trennen. Galvanisch vom Netz trennen heißt, es gibt keine Drahtverbindung. Der Blitz läuft sich irgendwo tot und er kommt nicht in die Computeranlage, weil die inselmäßig läuft. Wir ziehen den Netzstecker, stecken ihn da rein. Das kann bei uns dann ungefähr 10, 12 Stunden kann das laufen. In der Regel ist so ein Gewitter nach einer Stunde wieder weg, können wir wieder umstöpseln. Also eine galvanische Trennung vom Netz für wertvolle Geräte einerseits oder eben auch Geräte, bei denen die Ersatzteilversorgung schwierig ist. Ich habe zum Beispiel einen Tesla Roadster, ja, ist so. Wenn da der Blitz einschlägt, frage ich mich, wie lange es dauert, bis ich Ersatzteile bekomme. Oder meine Frau mit ihrem Renault Twizy. Das heißt, wir haben immer dann, wenn wir eine galvanische Trennung haben, haben wir Blitzschutz. Und zwar nicht in irgendeiner limitierten Version, sondern je nachdem, wie weit er vom Netz entfernt ist, ist er praktisch unzerstörbar. Alles, was hinterhängt. So, jetzt kommen wir mal zu der kritischen Abteilung. Ich war an einer Stelle total überrascht. Dieses kleine Modul, ja? Kann man das mal rausnehmen? Das ist jetzt 20 Jahre alt. Ist das wirklich 20 Jahre alt? Vielleicht 21 oder so. Ich habe meinen Golf 2005 verkauft und da war es noch in Anwendung. Also muss es, ja, kommt hin. So, aber wenn man zum Beispiel, oder man nimmt dieses flexible Modul, also deine Yogamatte, viele kaufen sich sowas. Viele kaufen sich flexible Module oder kaufen sich Solarrucksäcke oder Ladegeräte, Solarladegeräte für Handys oder was weiß ich alles. Habe ich auch alles schon gehabt, aber diese Technik wird da nicht lange eingesetzt und dann ist die graue Energie nicht raus und das Zeug amortisiert sich in der Regel ja eigentlich überhaupt nicht. Ja, also amortisieren ist schwierig. Also wie gesagt, ich versuche den großen Akku dazu zu verwenden, dass er arbeitet, während er rumsteht. Damit wird natürlich dann auch die graue Energie ein bisschen verbessert. Das ist nicht der Ansatz, mit dem man Geräte so kauft. Also die gehören eher in den Bereich Konsum, wenn man also von CO2-Fußabdruck redet. Aber sie dienen eben der Versorgungssicherheit. Und ich meine, bei anderen Geräten, die Spaß machen, wie eine Eisenbahn oder Motorrad, da fragt auch keiner nach dem CO2-Abdruck. Der wird gekauft, weil man es will, weil man es Spaß macht. Hier kann man noch einen Nutzen verbringen. Ein paar Beispiele habe ich genannt, wo es tatsächlich unbedingt notwendig ist. Da fragt doch keiner nach dem CO2-Abdruck. Wenn ich ein Beatmungsgerät länger am Leben halten muss, ist CO2 völlig irrelevant. Hier geht es um Menschenleben. Was für eine Lebensdauer hat so ein Solargenerator? Ich würde sagen, vernünftige beginnen irgendwo ab 500 Euro und dann gibt es stapelbare bis 6.000. Lebensdauer, nicht Preis. Ach, Lebensdauer. Ja, leider geben die Hersteller unterschiedlich, also nicht so lange Gewährleistungen, Garantien, wie die Photovoltaikmodule oder die Heimspeicher. Da reden wir von 10 Jahren bei den PV-Modulen, bei 25 oder 30 Jahren. Hier gibt es tatsächlich bei dem Hersteller, wenn ich mich recht erinnere, 5 Jahre. Dazu muss man sich anmelden. Das tut er einfach auch, weil er sagt, wenn ich mal eine Firmware-Update habe, dann ist das Gerät irgendwie in einem besseren Betriebszustand, dann gibt es 5 Jahre Garantie. Ob es die 5 Jahre überlebt oder deutlich länger, weiß ich noch nicht. Warten wir es ab. Letzter Punkt. Ich habe gesagt, der Bereich entwickelt sich enorm. Die Menschen fangen jetzt an, Photovoltaikmodule à la Balkonkraftwerk sich auf die Balkone zu stellen. 2, 3, mittlerweile auch gibt es größere Anlagen, 4, 5 Module, die werden an so einen Solargenerator gehängt, der wiederum mit der Steckdose teilweise verbunden ist. Dann wird er abreguliert. Das können die Geräte inzwischen auch. Also dass sozusagen nur noch die erlaubte Menge reingeht, wenn es nicht verbraucht wird im Haus. Man kann aber klar sagen, die Menschen fangen an, mit kleineren Systemen zu operieren. Das würde ich auch sagen und das würde ich auch empfehlen, einfach weil man hier ein Gefühl für den Strom bekommt, einfach durch die Displays, an die man sehen kann oder die Handys, die man laden kann unterwegs. Das geht alles sehr, sehr schön und gibt einem ein Gefühl als Einstieg in diese Technik. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.
diese Geräte, der ist ja nun wirklich tragbar, so vom Gewicht her. Die Dinger, die du ansprichst, Frank, die sind jetzt mittlerweile so große Schränke, dass sie tatsächlich nur noch stationär sind. Also da wachsen dann sozusagen die Hausspeicher. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Da fängt man dann mit 1.000 oder 2.000 Wattstunden an. Entsprechende Einspeiseleistung, wie der Platz oder der Geld oder der Anfang ausreicht. Und dann skaliert man die Dinger hoch. Meines Wissens nach geht es bis 16 Kilowattstunden im Moment bei einigen Herstellern. Und das ist mehr, als manch einer beim Solateur für seinen Hausspeicher bestellt. Das kann man machen. Der kann einspeisen, aber nach meiner Kenntnis heute nur auf einer Phase. Also da ist noch der Nachteil, der hängt eben an der Steckdose, wird limitiert auf 600 Watt, das muss so sein, kann bis 2000 Watt noch kann er aufnehmen, bis technisch bedingt im Moment bei 16 Kilowattstunden, glaube ich, ist die Grenze, die lieferbar ist, darf aber nur 600 Watt ins Haus einspeisen. Letzte Frage, welchen Tipp gibst du für den Einstieg, wie fange ich an? Wie fange ich an? Ich würde mir mich tatsächlich mit dem Thema sogenannte Stecker-Solargeräte mal beschäftigen. Das Netz ist unglaublich voll mit Informationen, vielleicht mal ein Vergleich von vernünftigen Portalen, die es gibt, also die Suchmaschine anwerfen. Diese Sache ist fast im Monatswechsel, im Umbruch. Wer ist gerade vorne? Also es gibt namhafte Anbieter, lassen wir die mal weg, die im Monatswechsel ihr Ranking verändern. Lohnt sich's warten, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt ein paar grundsätzliche Eigenschaften, die man mal definieren sollte. Wie viel Strom brauche ich? Wie viel Platz habe ich, um überhaupt Sonne einzufangen? Das sind natürlich die limitierenden Faktoren. Und damit würde ich anfangen, mich zu beschäftigen. Aber da sind wahrscheinlich die großen Elektriker nicht die richtigen Ansprechpartner. Da muss man mal andere im Netz finden, die solche Anlagen vertreiben. Wir haben zum Beispiel Herrn Holger Laudelei oft in der Sendung gehabt. Der vertreibt die, aber er ist nicht der Einzige. Und auch hier kommt es auf drei Faktoren noch im Wesentlichen an. Und zwar Qualität, Qualität, Qualität. Ja, und wenn Sie mit einem Balkonkraftwerk einsteigen, ein Tipp, ein Balkonkraftwerk ist billiger als ein Handy. Lassen Sie doch mal den Handywechsel ausfallen, nutzen Sie ein Balkonkraftwerk und das hält viel, viel länger. Also, und eins können wir sagen, der Einstieg in die Eigenenergieversorgung und Nutzung macht unheimlich viel Spaß und Appetit auf mehr. Vielen Dank, Hans Kurzweg. Dankeschön.